Hey, hey Leute, welcome back. Wir sind heute im Backyard von Innsbruck unterwegs, sind ein paar richtig nice Rennen gefahren in der Axa Malizum. Enjoy! Das war gerade richtig Bock. Wir sind heute mit dem Bus hochgefahren, hatten erstmal ein bisschen einen Struggle, haben den Bus verpasst. In Innsbruck war das Wetter nicht gerade so gut und dann sind wir hochgekommen ins Skigebiet und da war die perfekte Sonne draußen, mega schönes Wetter und ja, dann war es gleich mal on. Ich war halt mit Max Zimmermann unterwegs, die meisten kennen ihn wahrscheinlich von letztem Jahr oder von irgendwelchen viralen Videos auf Instagram oder überall auf Social Media. So. Ja. Wir sind mit der Gondel hoch und dann mit 10 Minuten Hiken erreicht man eigentlich Rinnen für alle Levels, von mega steil und eng bis relativ breit und richtig schön. Und ja, die Kalkkögel ist einfach ein Rinnenparadies, sind wie kleine Dolomiten bei uns im Backyard. Ja, wir haben erstmal einen gemütlichen Warm-up-Run gemacht und dann haben wir gleich mal ziemlich coole Rinnen gespottet. Ah, das ist der Tau! Ja! Nice! Also wir gehen jetzt, wir haben jetzt als erstes uns überlegt, wir hiken so einfach nur 10 Minuten vom Lift, easy access und dann so eine Hauptrinne. Ich weiß leider den Namen nicht, ich glaube hier ist sicher alles benannt. Ich würde es jetzt uns Hauptrinne mal nennen. Sonst schreibt es in die Kommentare, wenn ihr wisst, wie die Rinne heißt. Haben nordseitige Rinnen, mega guten Schnee drin gefunden. Der Max ist gleich eine coole Rinne reingedroppt. Mein Drop-In war relativ steil und eng und es waren so 10 cm Powder, aber richtig schneller Powder, also ja, Race Powder nennen wir das meistens. Bin gleich ultra schnell geworden, habe nur so ein paar kurze Turns gemacht, um den Speed rausnehmen, bevor die Steine kommen. Ich wusste, unten wird es ein bisschen sharky. Waren überrascht, wie gut die Conditions sind für Anfang Dezember, eigentlich crazy. Also die letzten Jahre hat man nie solche Conditions für Anfang Saison, der Wahnsinn. Und dann waren wir stoked zum gleich nochmal hochlaufen. Hatten da drei richtig schöne Rücken gefunden, die in der Sonne waren. Einfach ja, wunderschöne Lines. Das hat gerade richtig Bock gemacht. Gibt's Handy weg erst? Schön was. Schön was. Ja. Sind dann einmal bis ganz hinten runter, bis zur Kimmertalm runtergefahren. Dann durch das Senderstal, die Rodelbahn raus, bis zur Bushaltestelle. Es hat Schnee gehabt bis zur Bushaltestelle raus, was wir letztes Jahr den ganzen Winter gar nie hatten. 2 Minuten nachdem wir da waren, ist der Bus gekommen und ja, sind wieder hoch ins Skigebiet, sind direkt ins Hordelhaus und haben uns ein richtig feines Schnitzel gegönnt. Für den Skiurlaub hier. Für den Skiurlaub. Krass, für, was haben wir jetzt, 9. 10. Dezember. Für die Jahreszeit richtig Stern. Ja, ich meine, es gibt ja hier hinter dir die ganzen Rinnen, die liegen ja teilweise den ganzen Tag im Schatten. Ne? Also da findest du wahrscheinlich in 2 Wochen auch noch was Frisches.
Letztes Jahr hat es nie so viel Schnee gehabt. Jetzt schnitzelt so Fersen, Alter. Mm. Das wird jetzt reingepresst, aber sowas von. Man kann eben easy in 40 Minuten mit dem Bus von Innsbruck nach Axams hochdüsen und entweder einen gemütlichen Tag im Skigebiet machen oder irgendwelche krassen Rinnen oder Lines hiken. Es gibt wirklich für jeden was. Also an alle, die es noch nicht gemacht haben, wir verlosen einen Peeps-Chat Force BT25. Also kommentiert unter das Video euer Favorite-Skigebiet und warum es euer Favorite-Skigebiet ist. Wir announcen die Gewinner in der nächsten Folge. Ja, war wow, richtig nice aus der Eigle, Mann. Axam ist am Start. Die Base ist da. Let's go. Ja, wie es manche schon gecheckt haben, wir sind gerade nicht zu Hause. Nächste Woche kommt wieder eine Folge aus dem Ausland. Freut euch drauf, bleibt dran, liken und subscriben. Wir sehen uns nächste Woche.